Leider gibt es relativ wenige Firmen, die Lehrlinge ausbilden, wie die Zahlen auch beweisen. Seit 1980 haben 40% aller Betriebe mit der Lehrlingsausbildung aufgehört. Und die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen, und der Herr Scherz hat das auch schon gesagt, hat sich seit dem Jahr 2000 fast verdoppelt. Dies bedeutet, dass es für die Jugendlichen immer schwieriger wird, eine entsprechende Lehrstelle zu erhalten. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich hat vor kurzem einige Zahlen bekannt gegeben, und zwar, dass im Jahr 2004 45.387 Jugendliche eine Lehre begonnen haben. Man rechnet, und das sind also um 106 Lehrlinge mehr als im Vorjahr, das heißt also im Jahr 2003. Und man rechnet für das nächste Jahr, also für 2006, mit rund mehr als 200 zusätzlichen Lehrstellen. Auf der anderen Seite ist es eine Tatsache, dass mehr als über 700 Jugendliche keine Lehrstelle gefunden haben. Und das ist also ganz besonders traurig. Von der Wirtschaft wird auch immer wieder behauptet, dass in den nächsten Jahren rund 15.000 Facharbeiter zusätzlich benötigt werden. Meine Frage ist, wie sollen oder wo kommen diese Facharbeiter her, wenn immer weniger Betriebe eine Ausbildung der Jugendlichen durchführen. Und aufgrund der von mir geschilderten Situation ist es auch so, dass sehr viele Jugendliche weiter in die Schule gehen. Da erhebt sich für mich die Frage, ist das Image des Lehrlings zu wenig attraktiv? Was könnte man tun, um hier eine entsprechende Verbesserung des Image durchzuführen? Ein Punkt, den ich auch anschneiden möchte, ist also hier die Politik, vor allem also in Richtung Pensionsreform. Sie alle wissen, dass die Menschen länger arbeiten müssen und auf der anderen Seite die Jugendlichen, jetzt bildlich gesprochen, praktisch vor verschlossener Tür stehen. Auch der vom Niederösterreichischen Landtag schon beschlossene Lastenausgleich zur Lehrlingsfinanzierung wurde bisher noch nicht umgesetzt. Hier würde sich natürlich die Frage geben, warum oder woran liegt es, dass dieser Finanzausgleich noch nicht umgesetzt wurde. Und in den verschiedensten Reden, die man immer wieder hört, wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Jugend das Kapital der Zukunft ist. Und meine Frage dazu wäre natürlich, wie ernst ist das gemeint? Ich habe also hier eine Reihe von Fragen aufgeworfen, wo ich also hoffe, dass wir Antworten, Lösungen bzw. Lösungsansätze vielleicht bekommen werden. Was macht die Voestalpine Krems zum Thema Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit? Ich muss sagen, das klingt so programmatisch. Ein Unternehmen ist natürlich ein wirtschaftlich denkendes Etwas, und Ausbildung in unserem Unternehmen ist nicht Ausbildung um der Ausbildung willen, sondern das Unternehmen will natürlich etwas haben. Manfred Kubitzer hat es in dem Eingangsstatement schon gesagt, Pensionsreform. Wir betreiben seit vielen Jahren, Jahrzehnten, eine sehr strikte Personalplanung. Und bei dieser Personalplanung sieht man, oder kann man einigermaßen abschätzen, wie uns Mitarbeiter verlassen werden. Man rechnet mit einer gewissen natürlichen Fluktuation, man rechnet vor allem mit Pensionierungen. Die konnte man früher ziemlich genau abschätzen, in den letzten 2 Jahren ist das etwas schwieriger geworden.
wenn ich nur daran denke, Verlängerung, Hackerregelung, Korridorregelung etc. Also eine Planung wird immer schwieriger. Aber was wir wissen, ist eines. Wir brauchen hier in unserem Unternehmen jährlich rund, ich sage aber wirklich sehr, sehr rund, 10 Facharbeiter. Meistens aus metallverarbeitenden Berufen. Das sind einfach die Abgänge, die wir hier haben. Und wir haben Gott sei Dank in unserem Unternehmen eine sehr gute wirtschaftliche Situation. Wir wissen auch, oder wir können abschätzen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Der Personalstand bei uns soll in etwa gleich bleiben. Das können wir heute auch schon sagen. Das heißt, für uns ist es ein absolutes Muss, diese Abgänge an Fachpersonal durch Lehrlingsaufnahmen zu ersetzen. Wir haben eine Lehrwerkstätte, derzeit, glaube ich, sind 40 Lehrlinge in Ausbildung, Herr Gempel. 43, okay, wenn es noch mehr. Wir werden heuer wieder im Herbst 12 oder vielleicht sogar 15 Lehrlinge aufnehmen. Die Lehrwerkstätte selbst, die es bei uns im Hause gibt, hat, glaube ich, seit dem Bestehen schon rund an 1000 Lehrlinge hervorgebracht, wobei wir hier sicherlich von der Ausbildungsqualität her zu den Spitzenunternehmen zählen. Wir haben also fast jedes Jahr eine Reihe von Lehrlingen, die die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung schaffen. Wir haben schon Landesbeste unter unseren Lehrlingen gehabt, etc. etc. Das heißt, das ist das, was ein wirtschaftlich operierendes Unternehmen machen kann. Einfach zu versuchen, den eigenen Personalbedarf im Rahmen einer effizienten Lehrlingsausbildung abzudecken. Ich komme schon zum Schluss, ich habe gesagt, ich halte mich sehr kurz. Ich wollte nur noch eines dazu sagen. Das Ganze ist ein bisschen, oder diese Veranstaltung hier ist heute ein bisschen sehr lehrlingslastig. Ist auch gut so. Ich wollte nur als kleinen Denkanstoß einbringen, eine Jugendarbeitslosigkeit ist für mich nicht nur der arbeitslose 15-Jährige, der keine Lehrstelle findet, sondern es ist genauso ein Maturant, egal welcher Fachrichtung, der keinen Job findet oder vielleicht sogar ein 25-jähriger Akademiker, der keinen Job findet nach der Uni. Also diesen Aspekt möchte ich auch noch begleiten. Ich kann vielleicht dann später in der Diskussion auch einige Beispiele sagen, warum mir dieses Thema am Herzen liegt. Wir vom Arbeitsmarktservice insgesamt sehen uns eben als Mittler zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wirklich zu beobachten, welche Gesetzmäßigkeiten und Vorgänge zwischen diesen beiden Interessensgruppen wirklich ablaufen. Und es ist nicht auf einen einzigen Nenner zu bringen, um zu sagen, Jugendarbeitslosigkeit hat eine Ursache. Man könnte 20 oder 30 verschiedene Gründe anführen, warum bestimmte Jugendliche oder bestimmte Betriebe weniger oder mehr oder leichter Personal finden. Wir sehen das laufend bei den Gesprächen. Bei den Jugendlichen fällt mir nur ganz kurz ein, alle kommen motiviert aus den Schulen, möchten endlich die Schule als beendet sehen, möchten zeigen, was sie können, möchten etwas lernen und sehen sich plötzlich vor der Situation, dass in diesen Berufen, wo sie glauben, ihre Stärken zu haben oder wo sie auch unterstützt worden sind von den Schulen, vom politischen Lehrgang, von den Ausbildnern und jetzt plötzlich keine entsprechende Lehrstelle finden. Sie sollten sich plötzlich umorientieren, wird sehr oft gesagt, mit dem Hinweis, eine Stelle ist besser als keine. Als Beobachter der Betriebe kann ich da immer nur anmerken, dass wir von den Betrieben dann aber hören, wir möchten ja bitte junge Menschen, die Spaß an der Arbeit haben, die motiviert sind, weil dann bringen sie auch die entsprechende Arbeitsleistung. Das ist etwas im Widerspruch natürlich, dass ich jemanden in eine bestimmte Richtung dränge und von ihm erwarte dann, dass er dort die Spitzenleistungen bringt, die man heutzutage von Jugendlichen mit 15 Jahren erwartet. Man vergisst leider immer mehr, kommt mir vor, dass diese jungen Menschen erst jung sind und geschliffen werden müssen. Und zwar im positiven Sinn. Man kann sie beeinflussen, man kann sie fördern, aber man darf sie nicht nur arbeiten lassen, das ist zu wenig. Und das könnte in den letzten Jahren, wo der Druck auf die Betriebe immer mehr gewachsen ist, etwas unter die Räder gekommen sein. Dieser positive Effekt, mit den Jugendlichen wieder umzugehen. Ich habe von der
Landsinnung aus bin ich Lehrlingswart, schon seit über einem Jahrzehnt. Und ich beobachte das sehr genau, wie die, welche Jugendlichen drankommen bei den Firmen, welche zurückhaltend betrachtet werden. Es ist so, dass wenn ich jetzt das Spektrum, also bei uns im Baugewerbe, das habe ich sehr deutlich vor Augen immer, haben wir vor etwa 15 Jahren noch ca. 1300 bis 1400 Lehrlinge in der Ausbildung gehabt. So sind es jetzt leider Gottes nur mehr um die 600. Tendenz weiter sinken. Das ist eine Entwicklung, die uns große Sorgen macht. Den Ausbildungsfirmen auf der einen Seite, aber auch für die Zukunft. Denn wir wissen alle, dass wir gerade bei uns in unserer Branche wirklich gute, ausgebildete Leute, Fachleute braucht, die nicht nur Zielgeschichten, sondern es sind qualifizierte Spezialisten. Und wenn ich da nur herinnen schaue, ihnen sage, das sind gute, ausgebildete Leute, die eben das gemacht haben und die haben eine hervorragende Lehre gebraucht. Denn ohne der Lehre werden sie auch nie so ausgebildet worden sein. Das ist das eine Spektrum. Wir haben dagegen gewirkt. Wir haben von der Landesinnung aus, aber auch bundesweit selbstverständlich, haben wir Lehrlingswerbungen gemacht. Wir sind hinausgegangen in die Schulen, haben schon in den dritten Klassen, in den vierten Klassen der Hauptschulen die Berufe, es gibt derzeit ungefähr 250 Lehrberufe in Österreich, hat man vorgestellt, man hat Kontakte gesucht, man hat versucht, über den Lehrkörper die Jugendlichen, also dass der Lehrkörper wie jetzt mal ein bisschen einwirkt, dass sie, dass eben das Sprichwort Handwerk hat goldenen Boden, dass man das den Kindern, wie jetzt mal den Jugendlichen, ausbreitet. Weil es war ja an für sich durch viele Jahre hindurch, weiß ich, mit der Wettkampf AHS, Gymnasium, mit sicherlich Aufstiegsmöglichkeiten, die aber heute auch ein bisschen anders sind, oder den gut fundierten Lehrberuf, einen Lehrbetrieb, den man besucht hat, wo mit der dualen Ausbildung dann eben Lehrlinge heranbildet und gute Fachleute hat für die Zukunft. Und wie gesagt, aber dieses haben wir alles ist schon gemacht worden. Aber es ist erst der Beginn. Wie die Kampagne, wie gesagt, dass man Lehrlinge bekommt. Und es ist im Baugewerbe doch so, dass man im Großen und Ganzen wirklich Lehrlinge, gute Lehrlinge sucht, als ein also wo die Jugendlichen wirklich begeistert dabei sind, dass sie nicht sagen, ja, ich muss jetzt was lernen, jetzt wäre ich Maurer, weil ich Mathematik in der dritten Leistungsgruppe einen Vierer gekriegt habe. Der muss heute viel besser rechnen können, wie gesagt, oft wie manche andere. Viel Verantwortung liegt auf ihm. Und das ist aber auch beim Tischler, das ist beim Schlosser, bei allen Lehrberufen, auch beim Kaufmann. Und so sehen wir es auch. Nicht? Und die Wirtschaftskammer hat in den letzten Jahren also auch gewissermaßen Förderung gemacht, wo die Lehrbetriebe einen gewissen Anreiz bekommen haben, den Lehrling wieder aufzunehmen. Es ist wahnsinnig schwer, wie jetzt heute mitunter Kleinbetriebe zu überzeugen, dass die Zukunft des Betriebes von den Mitarbeitern abhängt. Die besten Maschinen helfen nichts, wenn sie bedient sind. Ich glaube, das brauche ich da Ihnen nicht sagen. Das weiß jeder. Und wir haben das wirklich sehr viel schon versucht. Entschuldigung. Und es wird bestimmt noch sehr viele Anstrengungen bedürfen, dass wir dann also eben dieses Ziel, dass man die Lehrlingszahlen wieder erhöht, dass man die kleinen Betriebe, die Meister, die Geschäftsinhaber, wie gesagt, überzeugt, sie braucht das. Dass man das wird auch viele, sehr viel Arbeit sein. Und wir sind aber auch sicher aber sehr gut unterwegs damit und wünschen uns, dass wir in der nächsten Zukunft wieder steigende Zahlen bekommen. Danke. Für uns vom BFI ist das Problem ja leider auch nicht neu, es wird nur jetzt immer kritischer.
Wir sind seit 1998 im Auftrag des AMS mit der Durchführung zahlreicher Projekte für Jugendliche beauftragt. Die Palette reicht hier von diesen Lehrgängen im Jugendausbildungssicherungsgesetz bis hin zu sozialpädagogischen Projekten. Und was unser Erfolgsgeheimnis bisher dabei war, war immer die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Das heißt, wir können das im Grunde genommen schon auch positiv bestätigen. Die Projekte arbeiten immer mit der Wirtschaft gemeinsam, mit den Berufsschulen gemeinsam. Und was wir dabei feststellen, ist einfach, wie wichtig die adäquate Ausbildung für die Jugendlichen ist. Da geht es auch nicht darum, jetzt nur ein paar hundert Euro Lehrlingsentschädigung zu verdienen, sondern es geht einmal darum, für den 15-Jährigen seine Persönlichkeit zu entwickeln, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und daher kann man aus unserer Sicht derzeit nur feststellen, ich bin auch Vertreter einer Landesprojektgruppe in Niederösterreich, die Lehrstellenlücke wird in den nächsten Jahren nicht kleiner werden. Das ist einmal sicher eine Tatsache. Es gibt einfach zu wenige Ausbildungsplätze. Und solange das der Fall ist, können wir nur die Empfehlung aussprechen, alternative Ausbildungsangebote wie diese Lehrgänge oder andere Alternativen weiterhin zu verstärken. Ja, ich habe eigentlich geplant und gedacht, dass ich mit etwas anderem anfange. Ich würde aber vielleicht eingangs das von Vizepräsidenten Kubica angesprochene oder den angesprochenen Lehrlingslastenausgleichsfonds kurz also erklären, damit man so weiß, wovon wir reden. Mittlerweile hat ja dieser Fonds schon so viele Namen. Ich bleibe jetzt mal beim Lastenausgleichsfonds. Also, wo es darin geht, dass Betriebe, die ausbilden und Betriebe, die nicht ausbilden, in einen Topf einzahlen. Aus diesem Topf wird dann die Lehrlingsausbildung jener Betriebe finanziert, die dann auch tatsächlich ausbilden. Das heißt also, ein Topf für alle und der, was also ausbildet, soll also aus diesem Topf was herausnehmen, was bekommen dafür. Derjenige Betrieb, der nicht ausbildet, zahlt halt ein und hat halt nichts davon. Jetzt ist es so, dass der Präsident Leitl meint, dass dieser Ausbildungsfonds nicht notwendig ist, weil es genügend Förderungen am Lehrlingssektor gibt. Förderungen, die es den Betrieben schmackhaft macht, Lehrlinge auszubilden. Warum das meines Erachtens und aus Erachtens der Arbeiterkammer nicht funktioniert hat, belegen vielleicht ein paar Zahlen. Im Jahr 1980 hatten wir 12.179 Lehrverträge, aufrechte Lehrverträge, im Jahr 2004 7.472. Eine massive Verminderung der offenen, also der eingetragenen Lehrverträge. Gleichsam stiegen die Förderungen im Jahr 2004 für den Betrieb auf über 120 Millionen. So, jetzt haben wir auf der einen Seite die massive finanzielle Unterstützung, darunter fällt beispielsweise der Lehrlingstausender, das heißt also pro Lehrjahr, pro Lehrling 1000 Euro Förderung und so weiter und so fort. Im Endeffekt hat es aber das nicht gebracht, was man damit erreichen wollte, nämlich einen Anreiz zu geben, für den Betrieb Lehrlinge auszubilden. Daher ist, und das ist schon eine alte Forderung, diesen Lehrlingslastenausgleichsfonds, der ja, wie schon gehört, im Landtag drinnen ist, auch schon beschlossen ist, auch endlich in die Tat umzusetzen. Ich möchte bitte, wenn es gestattet ist, auf die Ist-Situation, wie es jetzt zurzeit am Markt wirklich ausschaut. Und für mich ist immer das Dramatische, die dramatische Situation jedes Monat, wenn die AMS-Zahlen kommen. Wir haben zurzeit 56.000 Jugendliche unter 20 Jahre, also bis 20 Jahre, die keine Ausbildung haben, die Lehrstellensuchen gemeldet sind und die in keinen Ausbildungsmaßnahmen untergekommen sind. Jetzt brechen wir die Zahl bitte einfach auf das runter. Jeder kennt das Ernst-Happel-Stadion in Wien. Auf jedem Platz im Ernst-Happel-Stadion sitzt ein Jugendlicher unter 20 Jahre. Sie stehen im Mittelkreis und schauen die Runde und sie sehen 56.000 verzweifelte Jugendliche, die keine Chance auf einen Ausbildungsplatz haben, die keine Chance haben, sich selbst zu verwirklichen, Lehrstellen suchen, gemeldet sind und wie wir da in der PowerPoint-Präsentation auch schon gesehen haben, unter massivem Druck natürlich auch leben müssen. Ich habe die Chance gehabt, vor 14 Tagen eine Woche in Berlin sein zu dürfen, mit Kolleginnen. Und wir waren dort bei der Postbank AG, ich weiß nicht, die eine oder andere wird das vielleicht sagen, die Postbank AG bildet 1400 Lehrlinge aus, bis heute, über alle drei Lehrjahre.
Die Postbank AG hat sich heuer dazu entschlossen, aufgrund dessen, dass der Profit natürlich etwas mehr werden muss. 10% sind zu wenig, es müssen 15% sein. Diese Lehrlingszahlen von 1400 mit 1. September auf 300 zu schrumpfen. Jetzt muss man sich ungefähr vorstellen, der deutsche Markt ist natürlich um einiges größer wie der österreichische Arbeitsmarkt, aber allein die Situation, die Infrastruktur, die dort in diesem ganzen System dranhängt, sei es Berufsschulen, sei es innerbetriebliche Ausbildungsstätten, allein die Personen, die mit der Ausbildung dort betraut sind, werden mit Anschlag umstrukturiert oder, das ist jetzt einmal ein schönes Wort, oder einfach beinhart auf die Straßen gesetzt. Da bin ich ganz beim Herrn Personalchef natürlich auch, dass das natürlich die Probleme dann viel, viel weitreichender nachher noch sind. Aber allein die Zahl dort von 1400 auf 300 Lehrstellen mit 1. September 2005 zu reduzieren, schon mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Und dann im Gegenzug dazu, die Personen uns gesagt haben, würde sich die Postbank AG 2 Werbespots im Jahr von den Gottschalk-Brüdern ersparen, würde die ganze Lehrlingsausbildung finanzierbar sein. Also nur damit man ungefähr einen Vergleich hat, um was dort wirklich geht. Ausbildungsverbünde, nur um auch auf Lösungsansätze, nicht nur um die schlechte Situation da zu beleuchten und nicht nur auf die schlechten Situationen zu schimpfen. Ausbildungsverbünde in Tirol, Salzburg, haben uns gezeigt, dass diese Situation aufgrund dessen, dass sehr, sehr viele Firmen sich spezialisieren in den einzelnen Bereichen, einfach teilweise auch nicht mehr, sagen wir es einmal so, fähig sind oder einfach nicht mehr können, aufgrund dessen, dass sie so spezialisiert sind, eine breite Ausbildung anzubieten. Das ist die erste Situation. Dadurch diese Forderung auch nach diesen Ausbildungsverbünden und ich sage, in Salzburg, in Tirol, funktioniert das mittlerweile schon sehr, sehr gut und auch Oberösterreich hat sich mittlerweile angeschlossen und versucht es auch und die Lehrstellenzahlen steigen in dieser Sache. Der Kollege Schön hat schon gesagt, der Lastenausgleich, eine alte Forderung, wie er schon gesagt hat, in verschiedenen Wortlauten von Ausbildungsfonds, Lastenausgleich, je nachdem, es gibt immer wieder Umformulierungen, es steckt aber immer das gleiche Ziel dahinter. Ebenfalls dieser Lastenausgleich liegt schon beschlossen, wie wir schon gehört haben, in der niederösterreichischen Landesregierung. Bis jetzt ist noch kein einziger Schritt oder keine Kontaktaufnahme passiert, ansatzweise Schritte, die das vielleicht in die Realität umsetzen. Die verpflichtende Regelung, um diese Ausbildungsverbünde natürlich auch und auch diesen Lastenausgleich zu schaffen, eine Forderung von uns, eine verpflichtende Regelung für Länder und die Gemeinden, die Damen und Herren, die Verantwortungsträger in dieser Sache sind, sehr wohl in die Pflicht zu nehmen und ihnen klarzumachen, dass Jugendarbeitslosigkeit die Gesellschaft gefährdet in dieser Sache. Und abschließend noch vielleicht, in den Medien wird immer wieder kommuniziert, europaweit liegen wir mit der Jugendarbeitslosigkeit sowieso sehr gut, also immer im oberen Spitzenfeld, da sind wir ja auch nicht die Besten, da haben wir die Niedrigste, nur das interessiert an 15- bis 18-jährigen, bis 20-jährigen Jugendlichen, der keinen Ausbildungsplatz hat, relativ wenig, wo wir in Europa liegen, sondern den geht's persönlich wirklich total dreckig in dieser Sache. Und diese Zahlenverschwimmereien, also immer zu sagen, in Europa liegen wir gut, bringt in Österreich uns überhaupt nichts. Und Lehrverträge, die zahlt mit 7.442, die jetzt abgeschlossen worden sind. Natürlich ist die Sache auch mit Lehrverträgen, Kündbarkeit relativ schwierig, aber die Zahlen beweisen uns immer einiges anders. 3 Monate Probezeit, das ist mehr wie jeder Generaldirektor in jeder Firma, die er hat. Und in diesen 3 Monaten werden 20% der bestehenden Lehrverträge, großteils im Gastgewerbe, so gleich einmal so dazu, wieder gelöst. Also das sind Übergangsfristen, man hat die 2 Monate Probezeit auf 3 Monate ausgeweitet. Somit kommt man klasse über die Saison an Juli, August, September drüber, oder in den Wintermonaten, wo man sich einfach die Lehrlinge dort für 3 Monate nimmt und dann ohne Grund einfach so kündigen kann. Ich glaube, dass das Thema Jugendarbeitslosigkeit ein Thema ist, das von allen Betroffenen gelöst werden muss. Auf der einen Seite von den Betroffenen selber, die möchte ich hier sehr stark in den Vordergrund stellen, und auf der anderen Seite auch von
der Wirtschaft, weil ich glaube, und da bin ich wirklich fest überzeugt, dass die Wirtschaft, die heute Jugendlichen, die ja erst in 4 Jahren, 5 Jahren, wenn ich jetzt das Bundesheer dazu zähle, zur Verfügung stehen, von den Betrieben dringend gebraucht werden. Das wissen wir aus der demografischen Entwicklung her, dass in 5 Jahren die Arbeitskräfte, ich sag's, verdammt knapp werden. Im Moment beobachten wir, dass auch das Vertrauen zwischen jenen, die Arbeit suchen, und jenen, die Arbeit geben, immer, also in den gegensätzlichen Part, immer geringer wird. Das bedeutet, Dienstgeber glauben immer weniger an die Arbeitskraft des Bewerbers, dass er zu leisten gewillt ist, und Arbeitnehmer glauben immer mehr, dass sie nur eigentlich Mittel zum Zweck sind und daher kein richtiges Ziel mehr vor Augen haben. Das ist in den letzten Jahren auffallend, und da wäre es Zeit daran zu arbeiten, denn nur wirklich motivierte Arbeitssuchende und motivierte Mitarbeiter bringen auch die Leistung, die die Wirtschaft braucht. Es wird sicher, wie gesagt, in Zukunft große Anstrengungen für die Wirtschaft und für alle Österreicher sein, den Arbeitsmarkt, dass der wieder auf Dampf kommt, dass der wieder auf Räder kommt. Das ist aber die eine Seite. Es ist sicherlich, sind wir gefordert, dass man auch, und das ist, wie gesagt, den Einwand von hier, muss ich jetzt wieder unterstreichen, dass unser Image, wie jetzt mal als Ausbildungsbetriebe, weiterhin also einen guten Ruf behält und wesentlich noch gesteigert werden muss. Das gebe ich ganz offen zu hier an dieser Stelle. Es wird notwendig sein, dass man die Jugendlichen, die eine Ausbildung machen wollen, dass sie die wirklich so in sich gehen und den richtigen Beruf dann herausfinden. Das ist heute schon mal angeklungen. Oft der Wille der Eltern oder des guten Freundes oder der Freundin ist oft ausschlaggebend, dass man vielleicht nicht, jetzt komme ich wieder auf den Maurer zurück, der kommt immer am Abend staubig, dreckig zu Hause, und der Mechaniker, der hat vielleicht dort eine Möglichkeit, dass er was drüber zieht. Und der Bürolehrling, wie gesagt, der kommt überhaupt mit der Jeans und mit einem anderen Gewand. Es wird vielleicht das eine oder andere vielleicht ausgewogen sein durch die verschiedenen Lehrlingsentschädigungen. Aber trotz alledem, wir sind gefordert, dass wir das Image der Lehrlinge weiter noch heben. Und vielleicht zum Schluss noch, ein Betrieb, der keine Gewinne abwirft, wird auch in Zukunft keine Investitionen machen können. Und wenn er keine Investitionen machen kann, wird auch die Leute nicht entsprechend lohnen können, dass die zufrieden im Betrieb drinnen sind, leben können, und dass sie das notwendige Einkommen haben. Und wenn sie das Einkommen nicht haben, dann wird irgendwo mit der Betrieb in eine Schräglage kommen. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, dass man für die Arbeitsplatzsicherung, das wollte ich vielleicht nur zum Abschluss sagen. Ja, wir als Bildungsträger natürlich haben speziell bei den Jugendlichen keine Freude, jetzt wenn da der Arbeitsmarkt immer in diesem Zusammenhang genannt wird, weil ja Marktmechanismen insofern für uns nicht relevant sind, weil da geht es um Erstausbildungen, da geht es nach der Schulpflicht um eine vernünftige Ausbildung, wo wir sagen, und wir merken sehr, wie wichtig das ist, habe ich eingangs schon erwähnt, die Jugendausbildung kann nicht von irgendeinem Konjunkturzyklus abhängig sein, sondern es sollte eigentlich die Möglichkeit unabhängig vom Arbeitsmarkt da sein. Das war die eine Feststellung. Die zweite ist, ich bin ja selber auch Betriebswirt. Ich habe schon Verständnis dafür, dass halt kein Betrieb jemanden ausbildet, den er jetzt vermeint, zumindest kurzfristig nicht zu brauchen. Das ist einmal ganz normal, egal wie viel er Gewinne hat, ob ich jetzt 1 Million, 100 Millionen oder noch mehr habe, wenn ich auch nicht brauche oder ich glaube, in meiner Planung ihn nicht zu brauchen, wäre wahrscheinlich als Betrieb den nicht ausbilden oder diejenige. Umso mehr sind eben wir daher der Meinung, da sind wir ja relativ nah dran, dass es irgendeine überinstitutionalisierte Einrichtung geben muss, sei es jetzt ein Ausbildungsfonds, sei es jetzt andere Maßnahmen, um diese Lücken, die natürlich zwangsläufig entstehen, kurz- bis mittelfristig zu schließen und darauf zu warten, ob jetzt 2010 oder 2015 wirklich diese große Nachfrage kommt, die mag ja stimmen, und bis dorthin muss es eben was anderes geben, weil über die Betriebe alleine direkt mit dem Arbeitsmarkt wird das nicht lösbar sein. Über betriebliche Lehrwerkstätten haben wir auf alle Fälle einen Sinn.
Ich denke, man müsste nicht schauen und aussondern, würde man also diese Ausbildungsplätze in den übrigen Lehrwerkstätten einfach erhöhen, von rund jetzt momentan 300 auf ca. 4000, das hat sicher einen Sinn. Ich denke, Resümee ist eins, wir sind sich einig, es muss was getan werden. Natürlich brauchen wir die Fachkraft für die Zukunft. Ich denke, es gibt sehr viele positive Lösungsansätze. Ich denke aber auch, dass wir weggehen müssen von dem, das bis jetzt war, denn es hat nachweislich nicht funktioniert. Zeigen wir Mut zum Lastenausgleichsfonds oder wie er jetzt immer heißt. Ja. Zeigen wir an Mut zu überbetrieblichen Ausbildungsverbünden. Ich denke, mit dem Zitat, das sehr gut erklären zu können, versuchen wir Gutes in Frage zu stellen, um Besseres zu erfinden. Gewinne, ich bin schon bei den Wirtschaftstreibenden, dass Gewinne schon für jedes Unternehmen da sind und ich erinnere mich immer wieder an den Werbespot, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Diese Gewinne, die da erwirtschaftet werden, jetzt die Prozentsatz ganz abgenommen, dass diese Gewinne auch investiert werden, reinvestiert werden in die Mitarbeiter, in die arbeitenden Menschen, die im Betrieb sind, in Aus- und Weiterbildung und natürlich auch mit Lohnerhöhungen und. Das ist natürlich das auch eine Komponente, dass die Manager aufgrund von Erfolgsprämien wieder 17% oder 25% draufgehen, dass man dieses Geld auch zu einem gewissen Teil in die Mitarbeiter investiert. Der nächste Punkt ist Berufsausbildungsausgleichsfonds, Lastenausgleichsfonds, es gibt 7000 verschiedene Namen dafür. Wie ihr im Endeffekt heißt, ist mir dann relativ egal. Ich hoffe, es ist möglich, diesen umzusetzen. Betriebe allgemein, Länder und Gemeinden, wie wir heute auch schon gehört haben, das ist für mich ein ganz zentraler Punkt auch, in die Verantwortung auch zu nehmen. In Krems funktioniert es anscheinend. Diese Gemeinden und auch die Länder allgemein in die Verantwortung zu nehmen, auch Lehrlinge auszubilden und auch ihnen eine Chance zu geben. Jugendlichen eine Chance zu geben und sie nicht alle in einen Topf werfen und sagen, das sind alle deppert, sondern wirklich eine Chance geben, sich auch zu entwickeln. Das Sozialsystem in Österreich und das Pensionssystem und alle Systeme in Österreich leben von arbeitenden Menschen und nicht von den Arbeitslosen. Als Abschluss bleibt mir dazu nur Jugendarbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit in Österreich, in ganz Europa und auf der ganzen Welt, gefährdet die Gesellschaft allgemein und das muss uns ein Denkanstoß für die Zukunft sein.